Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde, zu einer weiteren Folge von Baron's Talk 20 Minutes. Heute zu Gast Lena Schnüttgen. Hallo Lena. Hallo Berend. Wie geht es dir heute Morgen? Mir geht's gut. Ich bin jetzt 2,5 Weeks out. Genau, und ich spüre die Diät. Also seit einigen Wochen spüre ich schon stärker und die Tagesform ist ab und an gut und manchmal schlecht. Und jetzt ist es gut. Es kann aber sein, dass es im Laufe des Tages dann schon steil nach unten geht. Ja, aber gut, dass wir den Termin morgens haben. Da ist es meistens eher besser. Ja, das geht mir auch so. Morgens ist für mich die beste Zeit. Am Tag dann ist auch, wenn man eine Diät hält oder so, wird es immer schwieriger, besonders abends. Du hast eben schon erwähnt, 2,5 Weeks out. Out vor der 17. GNBF Deutschen Meisterschaft in Bad Fallingbostel. Das war ja nicht ganz sicher, dass der Wettkampf stattfindet. Wie bist du denn mit dieser Unsicherheit umgegangen im Vorfeld? Also ich habe mit meinem Coach geredet. Wir haben ja die Diät im Januar gestartet. Und dann habe ich ihm gefragt, was er denkt, ob die Meisterschaften stattfinden werden. Und er meinte, dass die zu 100% stattfinden werden. Also er war sich ziemlich sicher. Und ich glaube, das hat mir eine gute Sicherheit gegeben, dass er gemeint hat, ja, bis Sommer wird alles wieder. Und ich habe versucht, nicht wirklich viel darüber nachzudenken, ob es stattfindet oder nicht, sondern ich dachte mir, ich ziehe jetzt durch, weil dieses Kopf, die ganzen Gedankenkreise oder so, ich glaube, das stresst einen dann nur. Ja, und dann war es auf jeden Fall eine gute Nachricht, dann zu hören, dass bis jetzt halt eben auch genehmigt wurde. Ja, und ich freue mich. Ja, wir freuen uns natürlich auch. Hinter den Kulissen wird natürlich immer noch hart gearbeitet. Die Endphase, es ist im Prinzip ist es auch eine Endphase. Es ist zwar nicht eine Endphase als Athlet, aber es ist eine Endphase als Organisator. Und ich kenne nun beide Richtungen und beides ist echt anstrengend. Wir haben eben kurz gesprochen, es ist nicht dein erster Start bei der GNBF. Erzähl doch einmal, wann du schon mal auf der Bühne gestanden bist bei uns. Also jetzt haben wir 2021. Ich habe 2008 in der Figurklasse bei der Frühjahrssaison. Das war mein allererster Wettkampf, aber ich glaube, da wusste ich noch nicht ganz so, was alles auf mich zukommt. Und habe da erstmal so reingeschnuppert. Und mit der Platzierung war ich nicht ganz so zufrieden. Und dann habe ich mit meinem früheren Coach dann eben besprochen, dass ich die Herbstmeisterschaft dann quasi auch gleich noch mache. Und das heißt, ich stand dann 2018 eben in zwei Saisons auf der Bühne. Und im Herbst war es dann die Athletikklasse und bei der ANBF die Figurklasse eben. Genau. Und damals bei der ANBF habe ich dann auch den ersten Platz in der Figurklasse gemacht. Genau. Also hat sich nochmal gelohnt, die Saison dann nochmal anzugreifen. Und bei der GNBF soll es jetzt die Bikini-Klasse werden oder auch die Athletik? Nee, die Athletikklasse, ja. Athletik. Also normalerweise ist im Frühjahr ja auch die Figurklasse. Ich habe bisher dieses Jahr getauscht und finde ich schade, weil ich finde die Figurklasse halt mega schön. Also ich finde die Anforderungen da schön mit der Muskulatur und das ist aber trotzdem noch dieses Weibliche hat mit den hohen Schuhen. Und ja, jetzt mit der Athletikklasse ist es halt, das ist ja dann barfuß und es sind andere Posen, aber ich sehe jetzt mal das Positive. Ich finde es schön, dass man da noch mal ein paar mehr Posen dann herzeigen kann, ja, als nur die Quarter-Turns. Vielleicht sehen wir dich ja auch am 9. Oktober dann noch mal auf der Bühne in der Figurklasse bei der Inter... Nee, sagst du gleich nein. Ich glaube nicht, nee. Also ich bin jetzt schon so lange auf Diät, also das wird dann safe in den Aufbau dann gehen. Ja, erzähl doch mal über deine Diät. Wie sieht so, hast du einen typischen Tagesablauf, was du so zu dir nimmst an Lebensmitteln? Ja, also es hat sich jetzt nochmal ein bisschen verändert, jetzt seit Montag. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen angegriffen. Aber an sich, also ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch. Und jetzt in der Diät ist eigentlich Eiklar so das, was ich sehr stark konsumiere. Genau, und Quark, das sind so die Sachen, die ich am meisten drin habe. Ja, meistens gibt es irgendwie so Quark mit Nüssen oder Zucchini und Eiklar. Also alles sehr, sehr basic, nicht mehr so special von der Auswahl. Genau, aber es sind halt trotzdem auch sättigende Lebensmittel, genau, ja. Und Harzer Fan bin ich auch, habe ich auch mit dem Plan drinnen, genau. Sättigt halt auch gut, hat viel Eiweiß. Wie schaut's aus so mit ungesättigten Fettsäuren? Du hast eben erwähnt Nüsse. Wie ist mit Leinöl oder Leinsaat oder sowas? Ist das auch bei dir ein Bestandteil? Nee, sowas habe ich nicht. Also ich habe wirklich relativ viel Nüsse. Jetzt aktuell habe ich immer 1,5 Stücke Zartbitterschokolade mit drinnen, also 90-prozentige, genau, die versüßt mir noch meinen Tag.
Und genau, das war es. Aber wirklich eigentlich Großteil Nüsse, Olivenöl, Eier und eben die Zartbitterschokolade. Das sind so meine Fettquellen. Genau. Was trinkst du und wie viel trinkst du am Tag? Oh, ich trinke relativ viel, weil es mir halt voll hilft, wenn ich Hunger habe, dass ich dann was trinke. Genau, und ich trinke Wasser, ich trinke Leitgetränke, aber da schaue ich, dass es nicht mehr als ein halber Liter ist. Und ansonsten Tee, Brennnesseltee auch gerne. Und was mir halt hilft, um den Appetit zu zügeln, ist halt so koffeinfreier Kaffee. Weil ich kann jetzt nicht immer einen Kaffee trinken mit Koffein, weil sonst, ja, sonst werde ich immer müde. Wenn ich da über zwei normale Kaffees gehe, dann geht es eigentlich eher wieder bergab. Aber so mit koffeinfreiem Kaffee, der rettet mir eigentlich immer so meinen Hunger. Wie schaut es denn mit Supplements aus bei dir? Supplements habe ich eine Riesenstange, die ich konsumiere. Also ich werde gesponsert von Peak. Und genau, habe deswegen auch die Möglichkeit, auch viel an Supplements zu nehmen. Ich habe Ashwagandha, ich habe Vitamin B, ich habe Zink, ich habe Omega-3, Kreatin. Dann eben, weil ich Vegetarierin bin, habe ich ganz viel EAAs, die ich halt dann immer, also so zu den Mahlzeiten dazu, um das Aminosäurenprofil quasi aufzuwerten. Und einfach auch, weil es jetzt nicht mehr so viel an Nahrung ist, habe ich halt dann teilweise auch einfach eine Portion EAAs, die ich dann halt so zum Cardio oder vor dem Sport oder so dann nehmen. Genau. Was habe ich noch? Ja, Kreatin habe ich, glaube ich, schon gesagt. Dann habe ich so Elektrolyte, die helfen mir auch ganz gut. Genau. Ich glaube, ja, Booster vor dem Training. Also es ist wirklich genau, es ist eine Stange, aber ja, ich merke irgendwie auch, dass es aber hilft, wenn ich das alles nehme. Ja, ich bin auch ein großer Freund von Supplements und muss sie natürlich immer gezielt einsetzen zum richtigen Zeitpunkt und auch zielgenau auf die jeweilige Phase. Du bist jetzt in der Endphase der Vorbereitung für einen Wettkampf. Wie oft trainierst du jetzt pro Woche? Krafttraining habe ich viermal die Woche und Cardio habe ich jetzt jeden Tag eine Stunde. Also davon kriege ich gar keine Pause mehr. Aber ich habe mir im Lockdown dann irgendwann ein Bike geholt, weil ich habe erst angefangen mit Laufen. Aber es war dann eben dauerhaft Schnee und ich fand es einfach richtig anstrengend, immer in der Früh mich zu überwinden, raus in den Schnee zu gehen, wenn es halt richtig kalt ist. Ich habe gemerkt, dass mir das einfach Energie kostet, immer diese Willenskraft aufzubringen. Und dann habe ich mir ein Bike gekauft und das ist dann schon richtig cool, wenn man einfach aufstehen kann und dann aufs Fahrrad sich setzen kann. Genau, und das habe ich jetzt auch noch draußen gestellt. Also ich kann dann immer in der Früh raus auf meine Terrasse und dann draußen an der frischen Luft quasi mein Cardio machen. Ja, das Habe ich das ist eben richtig verstanden? Du trainierst viermal die Woche mit Gewichten. genau. Wie schaut es da aus? Bist du grundsätzlich ein Freund oder eine Freundin eher von freien Gewichten oder mehr Maschinen oder ist der Mix, der das Ausschlaggebende ist? Also normalerweise bin ich ein Fan von freien Gewichten. Dadurch, dass wir jetzt aber halt eben im Lockdown 7 Monate lang gar nicht mit Maschinen trainieren konnten, bin ich doch sehr froh, dass jetzt mein Trainingsplan ist wirklich eigentlich fast nur mit Maschinen aktuell, was aber auch daran liegt, dass ich einfach so fortgeschritten in der Diät bin und dass wir einfach schauen wollen, dass wir das Verletzungsrisiko möglichst gering halten. Genau, und aktuell macht mir das auch so Spaß. Normalerweise würde mir der Plan aber, glaube ich, nicht so viel Spaß machen, wenn er nur so maschinenbasiert wäre. Also ich habe schon gerne Grundübungen mit drin und ich trainiere auch gerne schwer. Aber aktuell, für die aktuelle Phase, bin ich ganz froh, dass es eigentlich eher so mit Maschinen dann geplant ist. Und wie schaut es aus mit dem Posing? Übst du jeden Tag das Posing? Aktuell nicht ganz jeden Tag, aber doch relativ häufig. Also ich habe auch im Keller Platz und ich habe einen riesigen Spiegel und ich würde sagen, dass das Posing auch eine gute Stärke von mir ist. Ja, und ich habe auch Online-Posing-Stunden genommen, was auch nochmal, finde ich, nochmal hilft, wenn da ja auch mal jemand drüber guckt. Und wenn ich Posing-Training mache, dann filme ich mich auch immer mit, weil man sich dann viel objektiver betrachten kann. Und dann schaue ich mir immer das Video an. Vor allem die Posen von hinten muss man ja gucken, ne, was passiert, wie sieht es überhaupt dann aus. Genau, ja, also das Das läuft und das Posing, macht auch Spaß. ja, stark. Also das Posing ist ja auch sehr wichtig zur Ausprägung von Muskelhärte. Und das ist eben für die Athletikklasse auch sehr gut. Und das andere ist ja, ich habe schon einige Athleten gesehen, die haben anscheinend das Posing nicht so geübt und haben dann auf der Bühne wirklich angefangen zu zittern oder konnten die Pose nicht richtig einnehmen. Und das
Kostet natürlich Plätze, ne? Auch wenn sie gut in Form sind. Das ist, wenn man sich nicht optimal präsentieren kann, das ist dann immer schade. Aber ich denke mal, du hast das gut im Griff. Du bist ja auch jetzt keine Anfängerin mehr, sondern bist fortgeschritten, hast schon deine Erfahrung gemacht auf der Wettkampfbühne. Ja. Warum bist du denn bei der GNBF? Also damals, als es alles Frischland war, war quasi mein Coach, hat er quasi für die GmbF vorbereitet, deswegen bin ich da bei dem Verband gelandet. Aber ich glaube, auch so wäre ich zu dem Verband gegangen, weil ich selber sehe es nicht ein, irgendwie nachzuhelfen. Ich finde es auch gerade bei Frauen einfach ästhetischer, wenn man natural bleibt. Und ich finde es auch gut, auf der Bühne einfach neben Leuten zu stehen und zu wissen, okay, wir haben alle quasi das aus unserem Körper rausgeholt, was der Körper halt eben alleine kann und nicht nochmal irgendwie mit anderen Substanzen. Und ich war jetzt, letztes Wochenende hatte ich jetzt schon eine Meisterschaft und das war bei der WFF und das ist ja ein ungetesteter Verband. Und da stehst du halt dann eben auch mit Frauen da, wo du halt weißt, okay, die helfen halt nach und also finde ich dann halt irgendwie auch schwierig oder doof. Wenn man selber sagt, man möchte nichts nehmen, steht dann aber neben Leuten, die halt was nehmen, das ist halt auch ein schwieriger Vergleich. Und Also, ja. ich bin ja immer, sag mal, ich bin ja vorsichtig. Erstmal weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob die WFF ungetestet ist, ob da keine Dopingtests gemacht werden. Und dann gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung. Also, ich möchte deine Aussage etwas entschärfen. Ja. Du weißt, was ich meine. Also, es ist nichts nachgewiesen. Und ich kenne mich auch mit den Dopingtestverfahren der WFF nicht aus. Mag ja sein, dass die auch Dopingtests machen, das weiß ich nicht. Insofern möchte ich das hier nochmal einwerfen, dass wir da auch niemanden Unrecht tun. Ja. Der Rüdiger Lang ist auch gestartet bei der WFF. Ist ja auch ein sehr guter Athlet von uns. Der ist, glaube ich, in der Masters über 50 und hat einen dritten Platz gemacht. Auch sehr gut. Den sehen wir jetzt ja auch wieder in Bad Fallingbostel. Wie würdest du dich selbst beschreiben, so als Mensch? Bist du grundsätzlich ehrgeizig? Das heißt, du gehst auf die Bühne, willst dich zeigen, willst Erfolg haben, trainierst hart, lebst diszipliniert. Ist es auch in deinen anderen Lebensbereichen so? Ja, definitiv. Also man braucht das ja für den Sport, dass man wirklich durchziehen kann. Und ich glaube auch, dass ich es ja schon mal gemacht habe, hat mir, glaube ich, auch ziemlich geholfen, dass ich einfach weiß, wenn ich irgendwie ein großes Projekt habe, dass ich weiß, ich kann das durchziehen, ich kann das anpacken. Genau. Und wenn ich halt Sachen machen möchte, dann mache ich das auch und dann ziehe ich das auch durch. Und ich bin selber ja auch selbstständig und eben auch, weil ich eben gesagt habe, so ich habe Bock, das zu machen, was ich möchte. Und da liebe ich das halt eben auch, viel dafür zu arbeiten und viel dafür zu tun. Und genauso halt eben hier. Also ich mache das eben auch. Also das dominiert ja gerade schon sehr das Leben, die Vorbereitung. Ja, aber es macht auch Spaß und ja, man weiß ja, wofür man es tut. Ich Genau. denke auch, dass ich die, also bei mir ist es so, dass ich die Willenskraft, die man als Sportler, Sportlerin erworben hat, auch auf andere Lebensbereiche übertragen lässt. Natürlich mit ein bisschen Übung, also wenn du jetzt im Beruf bist oder im Privatleben. Aber letzten Endes kann ich dir total zustimmen, dass man als Leistungssportlerin, Sportler eben eine gewisse Struktur auch haben muss, eine Disziplin und Leidensfähigkeit. Ja. Aber dann diese Schritte, wenn man etwas erkannt hat, in anderen Lebensbereichen dann noch umzusetzen, das ist eigentlich wie im Training, das erfordert manchmal Schmerz, aber hinterher ist man dann froh, dass man den Schmerz durchgehalten hat. Also du, vielleicht verstehst du mich jetzt nicht ganz, aber ich meine, aber Natural Bodybuilding, wettkampfmäßig, ist so eine gewisse Philosophie, die einen durchs ganze Leben tragen kann. Weißt Ja. du, was ich meine? Ja, ich denke schon. Gut. Ja, wenn du jetzt mal überlegst, in 2,5 Wochen ist der Wettkampf, was ist dein Ziel? Wie willst du abschneiden? Also für mich war es überhaupt in der ganzen Vorbereitung mega cool zu sehen, was sich alles getan hat oder was alles passiert ist. Weil ich habe jetzt 2 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang habe ich keine Diät gemacht und war nur in der Off-Season. Dann hatten wir jetzt 7 Monate Lockdown, letztes Jahr 3 Monate Lockdown und irgendwie auch so würde ich sagen, dass teilweise jetzt vielleicht man im Aufbau merkt man ja nicht immer so viele Unterschiede, man merkt ja nicht, wie sich was tut. Und für mich war es jetzt einfach auch super interessant zu sehen,
wie viel besser ich jetzt doch einfach zum letzten Mal geworden ist und wie viel ich doch aufgebaut habe und wie gut es war, einfach auch so eine lange Aufbauphase zu fahren. Und natürlich will ich eine gute Platzierung, aber man weiß halt einfach nie, wer mit einem auf der Bühne steht. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu versteift sagen, ja, es muss der erste Platz werden, weil sonst bin ich enttäuscht, weil man weiß ja nicht, wer kommt. Ich schaue mir das auch nicht an, wer sonst irgendwie noch in der Vorbereitung ist, keine Ahnung. Und ich will halt einfach meine persönliche Bestform rausholen. Jetzt letztes Wochenende war es jetzt schon meine beste und ich denke, das möchte ich jetzt halt nochmal toppen. Genau, und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ja, und einfach alles geben, das Beste, was mir möglich ist. Und dann schauen wir mal, wer da noch alles steht. Genau. Aber ich finde es cool, dass die Klasse ist ja auch gut besetzt oder allgemein die Klassen sind ganz gut besetzt. Genau. Aber man muss ja auch bedenken, dass ja jetzt alle sich eigentlich im Lockdown vorbereitet haben und alle nicht wussten, ob der Wettkampf stattfindet. Weil das war so meine Angst, dass dann, dass ich mich anmelde und am Ende sind dann drei oder so in der Klasse. Das wäre halt voll schade. Also ich freue mich, dass es wirklich mehr sind. Ja, total. Ich bin auch echt überrascht, dass sich so viele Athleten und Athletinnen angemeldet haben. Natürlich im Vergleich zu sonstigen deutschen Meisterschaften ist es etwas mehr als die Hälfte. Aber es ist so und es ist jetzt nicht so, dass die Meisterschaft abgesagt werden musste wegen zu wenig Teilnehmern. Weil ja, wir haben ja jetzt schon keine Zuschauer. Wir haben zwar einen Livestream, den kann man jetzt ja auch buchen, die Tickets über gmbf.net, aber es sind halt keine Zuschauer erlaubt. Und ein Verein muss ja irgendwo auch dann wirtschaftlich denken. Und hier werden wir sicherlich nicht mit Plus, sondern eher mit Minus rausgehen. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen wieder was machen. Wir waren besonders stark in der Vergangenheit und wollen wieder sehr stark werden jetzt in der Zukunft. Dann haben wir gesagt, komm, wir ziehen das jetzt durch für die Athleten und für unser, ja, für unser eigenes Wohlbefinden auch, weil die, die an so einem Wettkampf arbeiten, die fiebern dann auch dem entgegen. Und auch das Zusammentreffen mit den ganzen Sportlern und das Ganze drumherum, das ist einfach toll. Und wenn du nachher als Athletin da oben stehst und du weißt für dich persönlich, dass du wirklich in deiner besten Form bist, dass du die Posen halten kannst, dass du die Muskeln anspannen kannst, dass du auf den Punkt genau in Bestform bist, das Erlebnis kann dir ja auch keiner mehr nehmen. Also das kenne ich auch am eigenen Leibe. Da denkt man im ganzen Leben noch dran. Es gibt so gewisse, sag ich mal, Momente auf der Bühne, die vergisst man nicht. Hast du aktuell schon so einen Moment? Ich glaube nicht. Also jeder Moment ist auf jeden Fall sehr in meinem Gedächtnis geblieben. Genau. Und damals war es natürlich toll, als ich da eben den ersten Platz da gemacht habe in der AMBF. Und dieses Wochenende habe ich den fünften Platz gemacht in der Figurklasse, dort bei dem anderen Verband. Fand ich auch super. Also mega. Ich bin echt, echt zufrieden eigentlich mit meinen Leistungen. Schön. Ja, Lena, unsere Zeit ist jetzt schon wieder gleich um. Noch 2 Minuten. Natürlich haben wir auch ein bisschen Spielraum. Wie immer in meinem in diesem Format ist es so, dass der Gast das letzte Wort hat. Ja. Hast du noch irgendetwas, was du gerne den Zusehern und Zuseherinnen draußen mitteilen möchtest? Ja, also in meinem Coaching, so was ich mit meinen Mädels mache, haben wir ja auch viel so Thema Selbstliebe oder den Körper akzeptieren und lieben lernen. Und ich denke mal, dass das halt im Bodybuilding auch eine wichtige Sache ist, dass man auch mal zufrieden ist, weil es gehört ja dazu, dass man eigentlich konstant unzufrieden ist und immer was verbessern kann. Und ich denke, dass es eben wichtig ist, eben auch mal zurückzublicken und zu schauen, was man schon erreicht hat. Und eine wichtige Sache noch, also ich finde einfach, was Thema Selbstliebe angeht, ich habe im Aufbau meinen Körper mehr lieben gelernt als in der Diät, in der Bestform, weil da hatte ich total verschobene Körperwahrnehmung und im Aufbau hatte ich halt eben Kraft, konnte meinen Körper einsetzen und ja, dass man eben nicht nur vielleicht immer Diät denkt, sondern eben auch den Aufbau genießt und da halt eben auch die positiven Sachen mitnehmen kann. Prima, genau. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche jetzt die letzten, wie viele Tage haben wir noch? Ich habe nicht genau gezählt, aber so 14, 15, 16, 17 dürften es sein. Gutes Durchhalten und dranbleiben, keine Fehler machen in der Endphase. Das kann ja auch mal passieren. Du hast einen guten Coach. Wer ist dein Coach? Holger Guck. Ah ja, prima. Grüße an Holger. Ja. Und dann danke ich dir für das Gespräch und wir sehen uns dann schon bald in Bad Fallingbostel. Ja, ich freue mich. Danke, Lena. Danke.